Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute möchte ich euch wieder was Kleines vorstellen, und zwar ein sehr praktisches, nützliches Tool, wenn man ein eigenes Haus hat oder einen Garten. Oder wir kommen direkt auf das Produkt zu sprechen. Und zwar handelt es sich diesmal um, ich drehe mal das Licht ein Stück, und zwar handelt es sich diesmal um eine Türklingel mit Funk. Wir ändern die Kameraperspektive, damit ihr auch seht, von was ich rede. So, heute handelt es sich um eine Funkklingel für die Haustür im Set. Einmal die Klingel und einmal der Klingelknopf. Dazu gibt es noch einen Schraubendreher und ein kleines Tütchen, und dann ist die Verpackung leer. Räumen wir mal zur Seite und kommen dazu. Hier ist einmal der Klingelknopf, der leuchtet sogar schon, und hier ist einmal die Klingel. Ein kleiner Schraubendreher und zwei kleine Schrauben dazu, ein Klebepad dazu, ein Hinweisschild zum Klingeln und eine mini kleine Bedienungsanleitung, die man eigentlich vermutlich mal nicht braucht. Das ist der Inhalt des kleinen Paketes. Ich gehe davon aus, dass das Klebepad genau für hier da hinten ist, damit man die Klingel festkleben kann. Und da sind extra Löcher drin, damit man hier eine Schraube durchmachen kann. Wir öffnen das Ganze mal, um das uns mal anzugucken. Dafür gibt es, denke ich mal, den kleinen Schraubendreher hier dazu. Oh, zack, geöffnet. Eine kleine Batterie ist schon drin, deswegen hat es schon geleuchtet. Genau, hier sind die Löcher. Die macht man dann halt einfach mit der Schraube durch und kann man die Klingel dann festschrauben, inklusive dem Klebepad. So, machen wir das mal wieder zusammen. Zack, funktioniert auch noch. Da. Und jetzt testen wir mal die Klingel. Ich habe hier extra einen Teststromstecker mir besorgt. Reingesteckt und schon klingelt es zweimal. Zum Produkt selber: Es hat eine große Reichweite und ein starkes Signal, bis zu 300 Meter Reichweite im Freien. Das Signal dieser Türklingel kabellos, sieht man ja, dass es kabellos ist. Hier an der Seite hat man Einstellmöglichkeiten. Mal gucken, ob die Kamera das einfängt. Ja. Hier kann man die Klingel laut und leise machen. Oh, sehr laut und sehr leise. Lass uns jetzt mal in der Mitte. Hier kann man wahrscheinlich den Ton ändern. Hello, welcome. Genau, Achtung, ich klingel jetzt mal. Hello, welcome. Oh Gott. Das klingt doch schon mal gut. So. Gut, haben wir was Kleines. So, Information: Es gibt hier 36 verschiedene Klingeltöne. Die Lautstärke kann von 25 Dezibel bis 80 Dezibel einstellen. Und zwar sind das 4 verschiedene Stufen. Damit kann man das Klingeln halt deutlich lauter hören. Eine Reichweite von bis zu 300 Meter, hatte ich schon erwähnt. Hat das Gerät, und ihr habt gesehen, es ist völlig einfach. Man braucht nur eine Steckdose, wo man dieses Teil reinsteckt, da wo man das benötigt, in der Nähe oder wo man das am besten hört, und man braucht diesen Klingelknopf. Genau. Im Lieferumfang enthalten ist ein doppelseitiges Klebeband, auch die Schrauben für die Montage des Schalters habe ich euch am Anfang schon gezeigt, eine kleine Bedienungsanleitung ist dabei.
Und wie sie jetzt funktioniert, habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, hier kann man in 4 verschiedenen Stufen die Lautstärke einstellen. Und hier kann man sich durchklicken bei 36 verschiedenen Klingeltönen. Jedes Mal, wenn man den Sender drückt, blinken sowohl der Sender als auch der Empfänger. Genau, hier oben sieht man das Blinken und sieht man Blinken. Genau. So viel zu der kleinen, aber feinen Funkklingel. Wenn ihr sowas braucht, haben möchtet oder ähnliches, ihr wisst Bescheid, entweder bei mir bei eBay Kleinanzeigen nachgucken oder unten in der Videobeschreibung steht der Link zum Produkt. Ganz wichtig, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, ihr wisst, wie es ist, dann abonniert meinen Kanal. Hier unten kommt der Hinweis hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einfach ein Like da. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt oder ähnliches, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.